Hallo Leute und herzlich willkommen zurück beim ETA to GETA mit keinem Peter. Wir bräuchten echt jemanden, der Peter heißt hier. Wir bräuchten jemanden, der Peter heißt. Wir sagen, ey Peter, wir machen ETA, okay. 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 Am besten so einen indisch aussehenden Peter. Der so sagen kann, so. Okay. Der kann dann sagen, so, okay. In seinem. So, ich geh jetzt mal hier meine. Das wäre extrem cool. Meine mir zustehende Rüstung holen. Ja, hier liegen überall Protection 1. Und so ein bisschen was, die Stars. Ja, Protection. Ja, kannst du auch schon sehr. Die ist schon echt am Arsch. Ja, dann machst du einen Amboss und. Ach nee, kannst du ja gar nicht, ne? Kann ich ja gar nicht. Ist ein Brustteil Protection. Ist egal. Hier ist gar nichts Protecton. Auch nicht. Ja, auch was wollte ich denn jetzt holen? Ich wollte. Naja, wie machen wir denn das Dach? Das Dach. Wir wollten nur den Wintergarten bauen. Mach mal ein Ziegeldach. Ein Ziegeldach wäre extrem hier geil. Hier oben ist doch. Da oben ist doch genug Kohle. Hab ich doch gesagt, dass wir so viel Kohle haben. Wie wär's mit einem Ziegeldach? Wie wär's mit einem Bring die Kohle mit Dach? Hier liegt noch ein Schwert drin. Sharpness 2. Sharpness 2, das ist meins, Alter. Jetzt ist es meins. Nein, ich hab's schon. Verdammt. Sharpness 2, Schwert, was ist los? Wir haben 5 64er Stacks Kohle, ich nehme mal 3 davon mit. Wir brauchen auch noch welche oben, weil ich sammle jetzt Clay. Deswegen nehme ich ja 3 davon mit. Ich sammle jetzt Clay. Klar, hi. Alter, das leuchtet so übel, das Schwert. Wofür brauchen wir Clay? Clay brauchen wir für das Dach. Achso, ja, das musst du ja braten. Und ich glaube, ich war Sand in der Wüste farmen. Yep. Damit kannst wir genug dann, Glas haben. Also du kannst mir dann, wenn du Lust hast, auch helfen bei dem Clay. Weil wir brauchen wahrscheinlich echt ein bisschen viel fürs Dach. Hast du noch Schaufeln? Ich habe dir doch eine gegeben. Ein Löffelchen? Ich habe keine bekommen. Doch, ich habe die oben hingeworfen, die hast du auch aufgesammelt. Du meinst die Diamantschaufel? Ja. Wahrscheinlich ist die kaputt. Die kann nicht kaputt sein, Alter. Doch. ETF. So, erstmal alles ablegen. Ja, macht der eine aus Eisen noch oder so. Ich habe jetzt keine dabei, deswegen. Ja, ich habe noch hier eine Eisenschaufel. Okay. Dann nehme ich noch 28 Dirt mit. Und haben wir hier noch irgendwo Torches? Torches? Nur noch Torches? Oder muss ich jetzt wieder welche machen? Oder muss ich jetzt wieder welche machen? Ich weiß es nicht. Ja, wir haben hier nur noch eine Torch drin, dann mache ich hier immer ein paar. Eine Torch. 2, 4, 6. Einmal 6 hiervon. I have clay seen. I seen clay. Then you will go there and grab this clay. Grab this shit. Grab this shit up, yeah, bitch. Aber irgendwie war es nicht so viel, wie ich mir oft habe. Tja. Das kommt häufiger vor. Ja. Ich weiß nicht, gibt es überhaupt. Naja, wird man ja sehen. Was denn? Ich überlege nur gerade so ein bisschen. So, 25 Fackeln sollten reichen, ich komme runter. Fick dich, Scheißwolke, verpiss dich. Verschwinde. Verschwinde aus meinem Leben. Und stirb eines qualvollen Todes. Kannst du mir bitte mal erklären, warum dieser Kürbis mit dem Golem-Körper aus Glas da steht? Das hat eine bestimmte Bedeutung. Ich habe das seit Anfang dieses Let's Plays, wo ich hier mitgemacht habe, nicht verstanden. Das hat einfach eine bestimmte Bedeutung. Ja, und die wäre? Das ist der Glasdieter. Der Glasdieter. Du musst ihn da stehen lassen, er hat eine heilige Bedeutung. Und die wäre? Der ist aus dem Ticket-Let's Play. Aus Folge 20 sogar schon. Den haben wir hier einfach noch übernommen, weil er einfach ein Symbol ist. Okay. Ein Symbol der Freundschaft. Naja, mehr oder weniger. Wie oft bist du noch da auf den Kopf gefallen? Ohne Scheiß, der Glasdieter, der muss da stehen bleiben. Er ist ein heiliger Gral, wenn du willst. Ich hasse den heiligen Gral. Ich muss meinen Shader gerade ausmachen. Hast du den Film mal gesehen? Nein. Du hast nicht den Film Die Ritter der Kokosnuss gesehen? Nein. Alter, du warst ja voll der Kulturbanause. Das muss ich mir echt mal anschauen, oder? Ja. Das ist der übelst beste Film ever. Vor allem die besten Spezialeffekte ever. Und das ist jetzt übelst ironisch gemeint. Also dagegen stinkt so ein Film wie James Bond oder so locker ab. Geil. Muss man sich mal geben. Ja. Das ist so mit abgetrennten Armen und Hexenfolterung und so weiter. Und so. Boah, Alter. Boah. Also so, ne? Muss man sich mal anschauen. Chilliger Film. Ja, der ist auch immer für kleine Kinder geeignet. Ja. Und, also. Klar, Hexen, abgetrennte Körperteile, was ist da los? Ja, ich weiß gar nicht, was die FSK hat.
Dass die sagen, nein, die zeigen wir keinen kleinen Knall, ist doch nicht schlimm. Wo ist da das Problem? Frage ich mich allgemein bei Filmen. Wo ist das Problem? Vor allen Dingen. Ja. Bei den GTA 5 ist auch so lustig, die Videos, YouTube-Videos werden nicht ab 18 eingestuft. YOLO. Was ich aber komisch finde, wo wir gerade beim Thema YouTube sind, kommerzielle Nutzung. Ne? Wenn man jetzt sagt, zum Beispiel irgendein großer YouTuber, let's play jetzt, ich habe jetzt neue Augen. Okay, ja. Dann sind die Videos alle monetarisiert. Und zwar ohne Ausnahme. Aber wenn ich habe jetzt neue Augen Let's Play mache, dann wird so fast keines dieser Videos monetarisiert. Kannst du nicht einfach so monetarisieren? Ja, nee, das wird ja automatisch gemacht eigentlich. Dann wird ja geprüft und dann wird gesagt ja oder nein. Ja. Bei mir wird immer gesagt nein. Warum? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also bei mir wurde bisher kein Video abgelehnt. Nee, ich kann die auch nicht nachmonetarisieren, weil ich irgendwie die Option gar nicht mehr bekomme. Also ich habe dann, wenn ich das Video bearbeiten will, habe ich nur noch die allgemeinen Videoeinstellungen und ich weiß gar nicht, was ich noch habe. Also, aber nicht diesen Monetarisierungs. Also bei mir wurde bisher noch kein Video. Nee, abgelehnt wurde auch nicht. Ich kriege ja keine Nachricht, dass es abgelehnt wurde. Oder dass irgendein Content fehlerhaft ist, aber es geht einfach nicht. Muss man einen Partner-Support anschreiben? Welchen Partner-Support? Ja, den YouTube-Support halt. Ich habe auch keinen Bock mehr, YouTube-Support zu schreiben. Der ist immer so unfreundlich. Ist schon klar. Aber naja. Muss, ne? Muss. Ja, kann ja nicht sein, dass du da irgendwie Fehler kriegst, wo keine sind. Da ist ja kein Fehler. Und geh mal gucken, ob du Dings findest. Was denn? Slimies. Ich hab ne Menge Clay. Brauch aber kein Clay, ich brauch Slimies. Ich hab trotzdem Clay, Alter. Brauch kein Clay. Ich will Slimies. Ja, ich seh keine Slimes hier. Haben wir überhaupt schon wieder Peaceful, normal? Ja, schon in letzter Folge. Das ist schön. Wenn du übrigens den Ring an hast, dann kannst du unter Wasser atmen. Toll. Die sind ja niedrig. Geht aber relativ schnell kaputt. So, und ich werde jetzt mal testen, ob, wenn man aus der Welt fällt, dieser Wassereimer wirklich was hilft. Du musst ihn gedrückt halten. Geronimo. Also runtergucken und gedrückt halten. Rechtsklick, ne? Ja, ich mache einfach ganz oft klicken. Nee, einfach halten. Halten. Wirklich halten. Du siehst, es hat nicht wirklich funktioniert. Warum? Lol. Weil es nicht funktioniert. Schon mal gedacht, dass deine Theorie fehlerhaft sein könnte? Nein, die ist, doch. Ist sie nie. Ach, ist sie das. Boah, Creeper hier. Gleich noch ein bisschen was weggesprungen. Muss ich später mal ausgleichen. Habe ich jetzt keine Zeit für. Irgendwann sieht die ganze Welt so scheiße aus. Naja. Mal lebt nur einmal. Irgendwann dazu kommen. Ja. So. Sharpness 2 ist schon mal geil. Bauen. Aber hier sind 500.000 Creeper einfach mal. Tja. Müsste mal schlafen oder so. Dadurch gehen die Creeper auch nicht weg. Naja, doch schon. Nee. Also nach einer Weile. Nein, Creeper bleiben doch bestehen. Schon vergessen? Die spawnen aber. Nein, tun sie nicht. Natürlich. Nein. Doch. Nein, Creeper die spawnen nicht. Nur Skelette und Zombies und so sterben dann. Aber Creeper, die spawnen nicht. Ja, Spinnen, die spawnen doch auch. What the fuck? Brauchst du einen frechen Wassereimer? Ja, keine Ahnung. Egal. Skelett! Du, ich, Zweikampf, Angriff. Du bist ganz schön mutig, ne? Ich weiß. Einfach mal so gegen Skelett anzutreten ist schon heavy. Ja, und es scheint... Oh mein Gott, das hat einen Creeper gerufen. Lass das Skelett den Creeper abschießen. Ich versuch's gerade. Das ist allerdings etwas schwieriger als... Als es immer dargestellt wird. Ja, nein, weil sonst irgendwann explodiert der Creeper. Das ist nicht so schön. Hm. Und dummerweise ist der Creeper schneller als das Skelett unterwegs. Ja, der hat... der ist flott, ne? Der hat 4 statt 2 Beine. Ja. Komm schon, schieß doch. Oh, jetzt kill ich den Creeper. Ja. Nix. Ich kann's mir denken. Ach, wirklich? Ja. Was denn? Naja. Creeper, du, Skelett. Kann man sich denken. Ach, wirklich? Ja. Was denn passiert? Naja, Creeper, du plus Skelett. Naja.
Ja. Ja. Naja. Ups. Hupala. Genau das hatte ich erwartet. Ach, wirklich? Ja. Ja gut, das ist auch passiert. Mehr ist nicht passiert, nein. Mehr ist gar nicht passiert, du hast recht. Ich weiß. Ja, hatte ich so, ja. Ist okay. Ich verzeihe dir. Dankeschön. Aber jetzt kriegen die auf die Fresse. Jetzt kriegen die auf die Fresse. Zack. Ach, du auch, Zombie? Okay. Wie viele Stacks habe ich denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hast du gehört? Zombie will einen auf die Fresse. Geil. Immerhin. Da. Hallo, Zombie. Also es kann durchaus sein, dass hier ein klitzekleiner Kollateralschaden sein Unwesen treibt. Ich sehe dich sogar. Vielleicht sehe ich das Unglück. Aber auch nur ein ganz kleiner Kollateralschaden. Ich hoffe es für dich. Also ich hätte eben einen größeren Kollateralschaden, deswegen stört mich das eigentlich auch nicht so. Ganz kleiner Kollateralschaden. Hallo. Oh, ist er ganz klein. Ja, sag ich doch. Wenigstens ist nichts vom Feld kaputt gegangen. Ja. Ich brauche Erde. Da unten liegt übrigens dein Wassereimer. Wo? Auf dem Feld. Ach da. Ich habe schon die ganze Zeit gesucht. Aua! Das Hühnchen steht auch noch da. Alles wie immer. Kaktus-Skelett. Das Skelett will mich töten, hast du gehört? Das ist ganz böse, das Skelett, du. Das ist nicht lieb zu mir. Ah, wie viel Kohle hast du mit hochgenommen? 3 von 5 Stacks. Ja, dann dürfen wir ja genug haben. Liegen oben in der Verschiedenes-Kiste. Oh, das sind doch so. Rohstoffe, ey. Now it's dead. 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 Bett. Teleportier mich, Portal! Ja! Oh ja! Hojo! Hojo! Okay, ich bin oben. Schön. Und jetzt nehme ich hier das Glas raus. Nehme die Kohle raus. Und dann haben wir noch ganz viel Glas drin. Wir haben noch so viel Glas, Alter. Stimmt. Wir haben sogar noch 64 und 4 normale Glasblöcke. Wow. Da machen wir dann den Wintergarten draus. Oh. Alter, mir fehlt ein verschissenes Holz. Und ich habe nur 2 Zäune. Verkacken? Ja. Moment, jetzt wird erstmal ein Kollege des Creepers getötet. Das lasse ich ja nicht auf mir sitzen. Komm her. Verwandter des Creepers, der unseren Garten gesprengt hat. Ah, er hat sich selbst in die Luft gejagt. Gut, dann habe ich da jetzt wenigstens noch Erde. Ja, so muss man das sehen. So kann man ganz leider in Erde, ohne seine Materialien verschwenden zu müssen. Oh, ich sehe schon, du hattest auch einen leichten Kollateralschaden. So ein bisschen. An der Wüste. So, endlich habe ich einen gekillt. Und das Schaf können wir gleich noch mitkillen. Ich glaube, wir müssen irgendwann mal die ganzen Löcher auffüllen. Ja, irgendwie schon. Werden wir zur Mondlandschaft. Aber es ist immer so wenig Zeit. Ja. Oh. Ja. Oh. Ups. Hyperla. Wie passiert das denn? Weiß nicht, ich wollte gerade Holz abbauen. Das passiert mir einfach so. Das Lustige ist, der Baum hat sich jetzt gerade von selbst abgebaut. Hoffe ich zumindest. Oh mein Gott, nein, ein Underman. Ein Undermann. Ein Undermann. Ich versuche ihn gleich mal zu toten. Sowieso nah genug am Haus dran. Tote ihn mal. Ist natürlich generell hier wenig Platz, deswegen wir müssen ein bisschen mit den Platzmöglichkeiten klarkommen. Aber es sieht ganz gut aus. Und er ist tot, Bitch. Und ich habe ein Enderauge. Boah. Alter. Hier. So, jetzt brauche ich nur noch einen hier, von den Holzdingern und den restauriere ich mal. Hier. Haben wir noch irgendwo Zäune? Hier. Do we have somewhere Zauns? Was denn für Zäune? Normale Zäune. Weiß ich nicht. Ja, könnte gut sein. Also wenn nicht, machst du dir welche aus Holz. Wie macht man die noch gleich? Ich habe schon vergessen. Sticks und die Sticks in einer Reihe, ne?
Zwei Reihen, ja. So, der Clay brät quasi. Gut. Und unsere Kissen sind total unsortiert, weil du keinen Bock hast aufzuräumen. Richtig? Stimmt. Ja. Ich kenne dich doch. Ja, ich weiß. Haben wir eigentlich noch Orangen, Bäume, Sapling? Ja, haben wir noch. Cool. Müssten wir noch irgendwo haben. Die hab ich. So, und da ich jetzt keinen Bock habe, hier noch Zäune zu machen, habe ich das einfach in den Wollblock rein. Was gerade so voll bin, nochmal so ein Holzstück zu holen. Du. Deswegen ist da jetzt ein du. Wollblockstück drin. Böser Mensch, du. Ich weiß. Ich weiß, es tut mir leid. Ja, tut dir gar nicht, aber egal. Ich weiß. So. Gibt man hier oben eigentlich auch XP? Ich habe gerade unsere Hühner mit einem Ei beworfen. Okay. Jetzt habe ich 11 Eier, jetzt habe ich keine mehr. Das hört sich echt komisch an, ich habe keine Eier mehr. Du bist ein, quasi entmannter Mann. So ungefähr. Wir haben gar nicht mehr so viel Ambrosium, ne? Doch haben wir. Aber es ist nur falsch einsortiert. Oh Gott. Weißt du, da könnte ich mich schon wieder aufregen, ja. Krieg schon wieder so einen Hals. Dann sortier das Ganze doch mal in der nächsten Folge. Ach du heilige Scheiße, denn wir sind angekommen an unserem Folgenlimit. What? Ja, so diese, schnell geht das. Diese Oma. What? What? Nee, what? 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 Word, 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 word. Okay, wir sind angekommen und von daher sage ich Tschüssli Müsli und... Bis Folge. Später. Also, bis denn. Was machst du mit...